liegt dann natürlich an der Aufnahme. Und welches Tool du benutzt. Ich benutze ja Fraps. Deswegen hatte sich letztes Jahr auch mal gefragt, warum ich denn so schwarze Striche oben und unten habe bei meinen Minecraft-Videos. Das ist natürlich unschön, aber nicht zu vermeiden, da ich Fraps aufnehme und das Spiel im Vollbild Fenstermodus habe. Im Vollbildmodus sind Fraps ja nicht auf, also zumindest Minecraft nicht. Und das jedes Mal anders umzustellen, da denke ich mir dann auch so, nee, muss es nicht sein. Und deswegen sind da oben und unten so ein kleiner schwarzer Strich, aber ganz ehrlich, das ist nichts Besonderes Schlimmes, finde ich. Wow. Ich glaube. Nee, ich dachte schon, mein Kopf ist mir gerade abgeschnürt, aber. Was soll der Mist denn, Alter? Das ist doch. Ich kann es doch kaum anbieten. Ich mach mal ganz kurz. Die Chunks auf 9 runter. Da sehen wir uns natürlich nicht mehr so weit, aber. Alter, es ist. Dass da nicht dran geforscht wird vor allen Dingen. Dass da nichts gemacht wird, dass sich da keiner sagt, okay, wir machen das nochmal. Wir haben hier. Ich meine, Alter, ohne Spaß. Notch hat für das Spiel 2 Milliarden in den Arsch gepumpt bekommen. 2 Milliarden. Nee, 2 Milliarden oder waren es 200 Millionen? Ist egal, auf jeden Fall. Ich glaube, es waren 200 Millionen, ich bin mir nicht sicher. Ist auch vollkommen egal. Der hat da so viel Geld für das Spiel bekommen. Dann das Geld, was er eingenommen hat durch die Verkäufe. Das. Wieso? Der hätte sich sowas easy leisten können. Der hätte easy sagen können, okay, als letztes Ding haue ich noch meine Engine raus hier. Damit das Spiel wirklich perfekt ist. Das wäre doch das Mindeste gewesen, oder? Ich meine, man kann es ihm nicht verübeln, dass er das Geld jetzt hat und ja, was ich da jetzt gehört habe, reiche Villa gekauft hat er sich, eine reiche Villa, vor allen Dingen eine teure Villa gekauft hat er sich. In Hollywood hat sich da, ich glaube das teuerste Grundstück in ganz Hollywood hat er sich gekauft. Und hat da noch einige andere hohe Anbieter zurückgeschlagen mit dem Preis. Ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat, ist aber auch im Millionengebiet gewesen. Fand ich schade, das wäre echt so ein letzter Zug von ihm gewesen, das wäre, ich glaube, dann wäre wirklich in die Geschichte eingegangen von, also nicht, dass es nicht wäre, aber das wäre so, das wäre so, ich will da rüber, aber ohne, aua, ich bringe mich am Ende noch selber um, ich sehe das, Moment. Und ich habe nichts mehr zu essen. Dein Ernst? Ist dit your Ernst? Wirklich? Kann's nicht Tim sein? Muss es Ernst sein? Ah. Ja, ich weiß, es war noch schon mal besser. So. Ich würde gern. So viel muss ich mich echt durch den Berg graben, wenn ich da hochkomme, ey. Boah. Sind nur noch 7000 Meter. Ich will mich erschießen, echt. Bringt mir ein Seil oder sowas. Alter, wie hoch denn noch? Eine Unterwasserhöhle, dein Ernst? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, das Spiel will mich trollen. Ah, na endlich. Wie weit? Wo muss ich überhaupt hin? Da. Da hinten sind lustige Kürbis. Wie gesagt, diese Steinwüsten sind halt. Also ab und zu wäre cool, aber guck, das sieht ja nicht mehr schön aus. Das hat ja nichts mehr mit einer schönen Landschaft zu tun. Oh. Na, hab ich Glück, dass das Wasser war. Gut, Lava hätte ich glaube ich gesehen, aber. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Da hinten haben wir noch das neue Fichtenbiom. Jetzt kann ich nicht mal mehr rennen. Es ist ein Trauerspiel. Und ja, es sind noch 7000 Meter. Wir haben 1000 Meter geschafft. Ich werde wahrscheinlich. Ich kann nicht mal das Pferd tamen, weil ich keinen Sattel habe.
das Leben ist ungerecht. Aber ich will was probieren, und zwar... Es tut mir leid für die Pferde, aber... Es hieß, man bekommt aus Pferden auch Leder raus, aber anscheinend... sehr selten bis gar nicht. Kann ja sein, dass das alles mit Version 1.8 implementiert ist, und wir spielen ja auf 1.7 natürlich noch, wegen den Mods und so. Dann werde ich Teil der Batch das mal machen. Schweine, ihr müsst jetzt leider, also es tut mir leid, aber... ich brauche wirklich dringend was zu essen. Da könnt ihr so süß quieken, wie ihr wollt. Jetzt ist Fleischtime. So. Aber ist der Fresh das Zeug einfach roh, das ist mir auch egal, das wird mich jetzt auch nicht umbringen. Sie haben eine Lebensmittel vergessen. Die wurde mit Version 1.7 hinzugefügt. Das wär's jetzt. Alles was ich will, ist mit Version 1.8 zugefügt. Ich kann's nicht spielen. Und zufällig mit Version 1.7 Lebensmittelvergiftung bist du gestürzt. Das wär's natürlich. Jetzt will ich mal gucken, was da hinten ist. Das scheint aber wieder eine Blumenwiese zu sein, oder? Da sind tausende von Pferden. Aus Testgründen muss ich jetzt leider... boah. Aus Testgründen muss ich da leider mal mein Schwert ins Gemenge hauen. Ich will jetzt das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Wieder nicht? Ah doch, geht wirklich. Okay. Aber nur sehr selten, also Pferde droppen Leder. Ich muss jetzt 4 Pferde töten, damit ich ein Leder bekomme. Ergibt natürlich Sinn, so ein Pferd hat natürlich wesentlich weniger Leder als eine Kuh. Gut, natürlich, ich glaube, im realen Leben hat das Pferd wirklich weniger Leder, wenn man Leder draus machen würde. Aber ein Leder aus 4 Pferden erscheint mir dann doch recht unrealistisch. Es sei denn, es war ein sehr missgestaltetes Pferd, das einfach mal 4 Pferde zusammen, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wahrscheinlich in der Mitte den Kopf und dann so 4 Körper da auf jede Seite. Es sieht bestimmt lustig aus, wenn das Ding läuft. Das wär's. Wenn das einer malen würde, so ein Pferd mit dem Kopf in der Mitte und dann 4 Dingern und dann läuft das irgendwie. Sieht sicherlich schlecht aus. Genau du könntest es ja malen, genau du. Diese Clip. Wow. Wow. Ich muss schon wieder Schweine umbringen, das bringt hilft hier. Ich kann nichts dafür, es tut mir leid, liebe Schweine, aber ich habe auch leider gerade keinen Stein dabei, um mir einen Ofen zu machen. Deswegen müsst ihr halt in Massen sterben. Oh, unser kleines Dubstep-Lied. So, und weiter geht's. Ah, sieht schon episch aus an manchen Stellen. Und da hinten ist das Meer, na endlich. Ich dachte, ich muss den ganzen Weg laufen. So gut. So, und los geht's. Die Hunde sollten rein theoretisch ja mitkommen. Ich hoffe, es ich bin auf den Oktopus drauf, Alter. Wer kommt denn auf sowas? Was? Ach komm schon. Nicht dein Ernst. Oh,
Okay. Also ganz viel Spaß nochmal. So, und ich werde ihn töten. Ah, der ist tot weg. Ja, natürlich, hau das jetzt. Ja, genau. Ich glaube, das fiel mich alle 5 Sekunden weg. Ich komme nicht mehr zum Boot. Mein Hund. Ja, ja, komm. Wo sind die Hundis? Es ist eine Katastrophe mit diesen Hundeviechern. Es ist natürlich auch echt assi, dass man jetzt über diese Weichen im Kanu mitschleifen muss. Und ich glaube, ich werde, wisst ihr was, ich werde einfach draußen nochmal 2 spawnen jetzt. Es müssen nicht 3 sein, wir hatten jetzt zwar 3, aber ich werde einfach draußen nochmal 2 spawnen. Da ist man wieder. Und da kann man auch Holz umwandeln, ne? Also wenn man ein Holz verschwendet, dann kann man auch so gerne mal aus solchen Holz anderes Holz machen. So, machen wir hier auch noch so. Noch ein bisschen Nudeln, dann passiert man noch mehr. Hab ich jetzt den Scheiß gemacht. Stirb. 1, 2, 3, 4, 5. Mann! So, weg damit. 1, 2, 3, 4, 5. So, weg damit. Rein damit. Boot spawnen. Und dann können wir... Komm, die Sticks weg. Ja, du bist der Boss. Alter, geh mal aus dem Weg. Dein Ernst jetzt? Ich möchte weinen, echt, das ist ein Trauerspiel, diese Rückreise. Hunde weg, wir Leben verloren und es ist, Ich werde mir nachher einfach 2 Hunde spawnen. Jetzt bin ich zickig, jetzt reicht's. Und langsam kommen wir auch in alte Regionen, wie es aussieht, denn es leckt nicht mehr. Obwohl es regnet. Und jetzt legt man den Weg auch wesentlich schneller zurück und ich hoffe, dass der Ozean so schnell auch nicht aufhört. Und dann sollten wir es doch noch schaffen. Ich weiß nicht, ob ich die Folge jetzt mal länger mache, weil das jetzt halt so ein nervig langer Rückweg ist. Kann gut sein, dass ich die Folgen da ein bisschen verlängere. Wenn ihr übrigens... ich mach mal hier kurz aus. Wenn ihr übrigens mehr Folgen mit Webcam sehen wollt, wie ich es ja jetzt in The Forest probiere und ein bisschen teste und so, wie gesagt, sind wir natürlich alles in der Testphase. Wenn ihr da mehr haben wollt, dann müsst ihr das in die Kommentare schreiben, zu welchen Videos ihr das wollt, zu welchen es euch dann eher nicht so gefällt. So mit Webcams ein- und ausblenden ist, glaube ich, schwierig. Könnte ich sicher machen. Würde aber echt viel Zeit in Anspruch nehmen, weil ich da überhaupt nicht confirm bin in solchen Sachen. Aber so normales Webcam-Gaming könnte ich dann schon machen. Eure Vorschläge, Ideen und so einfach in die Kommentare und dann schauen wir mal weiter. Also hier so ein, hier was aufbauen wäre natürlich auch geil, also mitten in so einem Wald drin. Ne? Würde auch episch aussehen. Mal kurz gucken. Da sieht man nicht. Okay, ich dachte, man sieht vielleicht, ob es eine Insel ist oder nicht. Sieht man eigentlich die FPS? Large Kyogre. Also hier würden wir einen Kyogre finden, wenn der Pokémon-Mod noch an wäre. Interessant. Warum auch immer mir das noch angezeigt wird. Ich weiß nicht, warum es mir angezeigt wird. Das ist aus dem Pokémon-Mod noch. Man konnte hier Kyogres finden in solchen Gegenden.
Wenn Lava-Gegner wahrscheinlich Kraulanz dann. Achso, ich war gerade runter von Tastatur. Noch 5000 Meter. Wie spannend. Ein Königreich für einen Speedtrank. Aber es pisst nur von oben. Das war's dann auch. Die Mucke passt auch voll gar nicht dazu.